Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Hier ist wieder euer Uldi von Immer am Limit und damit recht herzlich willkommen zu einem neuen dramatischen und epischen Zombie-Gemetzel-Blockbuster. Wir starten heute gemeinsam die Geschichte von Days Gone. Ich bin mega gehypt auf dieses Spiel, es wurde ja auch ein paar Mal nach hinten verschoben, aber jetzt dürfen wir endlich Vollgas geben und lecker Zombies abmetzeln. Das macht doch Spaß, die Leidenschaft ist auf jeden Fall da. Endlich mal wieder ein geiles Zombie-Game, richtig, richtig geilo. Zombies, eine geile Story dahinter, kombiniert mit einem schönen Gefährt. Ja, richtig, und zwar wird in diesem Game meine zweite Leidenschaft mitvereint, denn wir dürfen sogar Motorrad fahren. Einfach nur geilo. Wir werden so abgehen, wir werden so metzeln, wir werden so abschlachten. Ah, das wird so geil. Oh ja, Freunde. Ich weiß, da draußen gibt es so einige von euch, die genauso hyped sind auf dieses Game wie ich. Demnach würde ich mich mega freuen, wenn ihr dieses Projekt mit einer mega fetten apokalyptischen Bewertung unterstützen würdet. Haut ein paar Likes raus, schreibt in die Kommentare, was euch gefällt und was nicht. Und ich werde zusehen, dass ich so viel wie möglich online bringen werde. Okay, meine Lieben, wieder ein langer Schnack von meiner Seite. Ihr seid gehypt? Ich bin es auch. Wir starten nun gemeinsam die Geschichte von Days Gone. Sieht nicht gut aus, das Messer hat mir nie erwischt oder so, sie rezeptisch. Wie geht's, kleine Schwester? So dämlich, es war dieses Mädchen, dieses verdammte kleine Kind. Großes Messer. Hey, hilf mir. Na komm. Oh, na los. Scheiße. Noch ein Mal. Wir müssen weg, bevor sie hier durchkommen. Wir müssen aufs Dach einen von diesen Helis anwinken. Okay. Warten Sie, wir brauchen Hilfe. Sie ist verletzt. Was ist mit ihr? Also sie hat nicht, was immer da draußen abgeht. Sie hat eine Stichwunde. Ich kann sie nicht mitnehmen. Okay, hören Sie, O'Brien, wenn wir sie nicht sofort in ein Krankenhaus bringen, dann wird sie sterben. Es gibt keine Krankenhäuser. Komm schon, es gibt keine mehr. Ihr habt Ärzte, Sanitätszelte, eine Lazaretteinheit. Ich bin nur ein Doktorand, okay? Ich wurde einfach eingeteilt. Ich sollte nicht mal hier draußen sein. O'Brien! Ich hab nur für zwei Leute Platz, okay? Zwei! Was soll das heißen, nur wir für sind zwei? Zu schwer, okay? Ich kann nur zwei von euch mitnehmen. Zwei! Okay. Na los, helfen Sie, na los! Na komm, Sisse. Okay. Alles wird wieder gut. Ich hab sie. Hey, ich bin sofort zurück. Okay, Boozer. Los jetzt, wir müssen warte, zu diesem... Warte. Wir müssen zu diesem Heli. Ich hab's gehört. Es ist nur Platz für zwei in dem Heli. Geh. Geh mit dir. Ich komm schon klar. Ich hab schon Schlimmeres überstanden. Ja, haben wir. Wo fliegt ihr hin? Was? Wohin? Wohin? Flüchtlingscamp, nördlich vom Three Finger Jacks. Nein. Usa wird es niemals ohne mich schaffen. Ich will den zurück. Kommst du?
liebe Freunde. Und so beginnt die Story von Days Gone. Geil! Er ist weg. Er kann nicht weit sein. Warte, Motor aus. Scheiße, sie lebt. Avarice. Avarice, hey. Avarice. Was ist hier passiert? Ich meine, wer war das? Waren das Ripper? Leon! Er war's. Fick dich, Leon. Los! Der böse, böse Leon. Der böse, böse Leon. So. Story hat angefangen, liebe Freunde. Oh Gott. Wie schwammig ist denn die Story? Die Steuerung. Mies, mies, mies. Oh, da muss er erstmal klarkommen. War das unsere Frau, die wir am Anfang verlassen haben in der Anfangssequenz? Ich weiß es nicht. Oder die Freundin? Auf jeden Fall ist der gute Deacon hier ein Ehemann. Er ist bei seinem Kumpel hier geblieben. Und jetzt hier die absoluten Outlaws. Hier schön mit dem Motorrad unterwegs. Geil. Kann ich gar nicht schneller fahren? Weiß gar nicht. Auf jeden Fall. Oh, oh mein Gott. Die Steuerung hier am Bike ist ganz schön schwammig, finde ich gerade. So ein bisschen. Aber ich habe auch gelesen, dass man früher oder später das Bike sowie den Charakter auch noch aufleveln kann und dann gewisse Fähigkeiten verbessern kann. Ich hoffe, das geht auch dann mit dem Motorrad, dass man die Steuerung anpassen kann. Also ein bisschen schwammig gerade, finde ich persönlich. Aber ist noch gut zu handeln, ist noch gut zu handeln. Muss ganz butterweich jetzt hier in den Stick lang. Die Grafik ist auch mal wieder richtig, richtig nice. Ich kann auch boosten. Ah, okay, ich kann nicht lesen. Mit verlesen kann ich gar keinen Vorteil. Okay. Okay, wenn du X und R2 gedrückt hältst, während du auf dem Bike sitzt, wird Lachgas eingespritzt. Geil, wir haben eine NOS-Einspritzung. Nice. Gib mir Deck, alles klar. Okay. Der erste Fight, Freunde. Der erste Fight. In Days Gone. Oh, die gehören auf jeden Fall einer Motorradgang an. Er ist da lang. Na los. Was? Woher weiß er das? Kann der Pferden lesen? Ist er Jäger oder sowas? Jäger und Sammler. Okay, verfolgen. Drücke R3, um die Überlebensansicht zu aktivieren. Mit deiner Hilfe werden Hinweise und Informationen über deine Umgebung sichtbar. Okay. Achso, muss ich gedrückt halten? R3. Wo zum Teufel will er hin? Hier draußen gibt's doch nur ein paar Freaks. Tja, vielleicht lag ich falsch. Und er hat keinen Deal mit Copeland. Nein, ja, die Zombies werden doch hier auch Freaks genannt. Sachen an Copeland. Endlich haben wir ihn. Warum man das macht, keine Ahnung. Hey, hey, für mich sind Zombies Zombies. Halt. Moment. Aber ist wahrscheinlich so ein bisschen von The Last of Us abgekupfert worden. Da hießen ja die Zombies auch anders. Wie hießen die da? Freaker? Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall, ja. Hier heißen sie Freaks. Verfolgenhinweise. In der Lebensansicht vibriert der Dualshock. Während sich Hinweis vibriert. Okay, auch oh, schön. Scheiße. Okay. Okay, hier zum Beispiel. Warte, 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 hier. Hier runter. Die Spuren sind frisch, ja. Was? Hat der da gerade dran geschnüffelt? Und weiß sofort, wo es lang geht? Oh, lecker. Ein Biker. Frisch gewaschen? Nee. Wo hast du diesen Spurensuch-Scheiß gelernt? Das sind 2 Wochen her. Ich war mit meinem Alten auf Elchjagd, als ich klein war. Das war immer ein ewiges Fährtenlesen. Auf Elchjagd? Alles klar.
Okay, wir haben hier ein Open-World-Spiel, Freunde. Wir können praktisch überall hinwandern. Also ich hätte jetzt da hinten auch lang gehen können, obwohl hier geht's gar nicht lang, sehe ich gerade. Aber Open-World, wir können uns frei bewegen. Natürlich geil. In einer gewissen Art und Weise. Oh, oh, da habe ich schon einen Schuss abgekriegt. Na, super. Und nu? Okay, hinterher. Okay. Können wir auch rennen? Nee, das ist wahrscheinlich rennen. Das ist langsam gehen, das ist rennen. Das Arschloch ist zu blöd zum Zielen. Oh Mann. Scheiß Kerl. Mir geht's gut, Boozer. Boozer. Ja, ich seh's. Da ist Blut am Backen. Er muss da lang sein. Was höre ich denn hier? Ja. Er verliert eine Menge. Alter! Wie geil ist das? Alter, guck da auf die Brücke hier. Das sind eine Menge Freaks. Aber wie viel Munition haben wir eigentlich? Kann ich das irgendwo... Wurde mir das irgendwo angezeigt? Ich sehe es noch nicht. Okay, falsche Richtung gelaufen. Alles klar, Bruder? Oder wieder hier. Ja, ja, ja. Nur ein Streifschuss. Das Arschloch ist zu blöd zum Zielen. Bin ich gerade falsch gelaufen? Ja. Mir geht's gut, Boozer. Geht doch nirgends so anders lang. Ja, ich seh's. Da ist Blut am Backen. Er muss da lang sein, zum Wasserfall. Ja. Da unten, die Freaks, geil. Ah, er meint hier wahrscheinlich Blut am Balken, alles. Ach, hier kann ich rüber auch jumpen. Ah, okay, ja klar. Open World, ihr wisst Bescheid. Oh Gott. Durchsuch ihn. Oh, und er blutet auch ganz schön stark. Leon. Ausbluten. Das ist mal ein Abgang. Schön langsam. Sehr schmerzhaft. Aber das weißt du bestimmt. Sie hat noch geatmet, als wir sie fanden, du Arschloch. Ich wollte für sie keine Kugel verschwenden. Langsam. Warte doch kurz. Warte doch kurz. Wo hast du die Drogen, Leon? Wenn du es sagst. Naja, dann machen wir es schnell. Versprochen. Ja, du wirst wohl nicht zu lange leiden müssen, Leon. Du hast ein kleines Problem, weißt du? Sie können dein Blut riechen. Sogar von da unten. Wie es sich wohl anfühlt, ha? Lebendig. Gefressen zu werden. Er wird es rausfinden. Leck mich. Mach's gut, Leon. Nein, wartet. Okay, okay. Nein, nein. Bitte. Ich hab's hier. Hier, nehmt. Wo? Der Friedhof. Auf dem alten Friedhof. Danke. Nein, du hast... Tu es. Lass mich nicht so zurück, Mann. Tu es. Tu es. Du verdammter Lügner. Tu es. Okay. Kurzer Prozess, sag ich mal. Tag braucht einen Beweis fürs Kopfgeld. Du hast das Richtige getan. Wir überlassen niemanden den Freaks. Nicht mal solche Arschlöcher wie Leon. Okay, können wir den irgendwie looten? Ja, anscheinend nicht. Aber wir haben ihn erlöst. Einfach mal so erlöst. So, und wo können wir jetzt da lang? Ah, das geht nicht. Missionsgebiet wird verlassen. Ah, okay. Wir müssen, haben also im Prinzip nur eine Richtung, wenn wir in einer Mission sind. Okay, also es ist ja nicht wirklich Open World, oder? Also klar, eine offene Welt, aber wenn wir eine Mission sind wir gebunden. Ich will dieses Camp durchsuchen, vielleicht finde ich was für die Wunde. Gute Idee. Ja, sind wir gebunden, wie wir uns bewegen müssen. Gut zu wissen. Okay, wir können das Camp jetzt hier durchsuchen, ich muss meine Wunde versorgen. Okay, was haben wir hier? Ein Fläschchen. Und das Wasser. Und das Heilmittel. Okay, halt L1 gedrückt. Ah ja, Überlebensrad, alles klar. So, Medizin, okay. Um Verband herzustellen. Okay, was haben wir da? Herstellen?
Jetzt muss ich das noch zusammenfügen und ja. Dann kann ich es benutzen. Dann muss ich auch gedrückt so halten. Ja, das sollte reichen. Ich schätze, ich werde den Arm wohl erstmal nicht verlieren. Wunderbar, Arm bleibt dran, wunderbar. Okay, was haben wir hier? Hinweis. Was denn für ein Hinweis? Ist doch gar nichts passiert. Oder? Nö. Anscheinend nicht. Gibt es denn noch irgendwas zu finden? Mal gucken, ob wir hier Munition finden oder sowas. Wir haben auf jeden Fall eine Knarre am Schlüssel. Wie können wir die eigentlich ziehen? Ah, die muss ich dann auswählen. Hier. Aber die nimmt er nicht. Ah, die ist noch gesperrt. Okay. Auf der Karte wird mir angezeigt, da hinten geht's lang. Ja, machen wir das mal. Hier wird sicherlich noch einiges zu looten zu finden sein. Aber grafisch ist das schon mal wieder lecker. Tucker, ein bisschen Beute vorbei. Nicht, wenn es wie aus Eimern schüttet. Oh Mann, wir brauchen die Camp-Punkte für neue Vorräte. Ja, okay. Aber nicht wieder die ganze Nacht. Camp-Punkte. Okay. Ich habe mich ja soweit noch gar nicht spoilern lassen. Ich weiß gar nicht, gibt es hier einen Tag-Nacht-Modus, Wettermodus? Anscheinend, es regnet gerade, aber ja. Scheiße. So, auf jeden Fall nett anzusehen. Ah, jetzt können wir sprinten. Ah, okay. Jetzt ging's. L3 reindrücken, zack, können sprinten. Ich schau mal, ob wir was von Leons Bike verwerten können. Wahrscheinlich nicht. Nein, verdammt. Was? So eine Scheiße. Ist wohl die Benzinleitung, oder hast du dich eingepisst? Pumpe. Leon, ja, er hat meine Pumpe geschrottet. Können wir was aus seinem Bike holen? Ach, vergiss es. Ah. Los, fahren wir nach O'Leary Mountain zurück. Wir suchen morgen früh ein paar Teile und holen dein Bike. Nein, ich habe eine bessere Idee. Wir können das auch gleich erledigen. Was? Crazy Willis ist nicht weit von hier. Lass uns einfach dahin. Was hast du vor? Wir wollten heute eh auf die Jagd gehen. Und warum dann nicht im Crazy Willis? Ah, okay. Boah, geile Shopper. Nice. Hey, was hat Leon dir gegeben? 33%. Vielleicht irgendeine Karte? Wenn wir mein Bike haben, fahren wir zum Friedhof und sehen uns mal um. Ja, okay. Boah, überhört man Stimmen. Schmatzen. So. Morgen holen wir die Drogen, bringen sie zu Tucker und kassieren Leons Kopfgeld. Und dann ab nach Norden. Und du glaubst, die Scheiße ist im Norden anders? Mir egal, ich glaube, es tut uns gut, hier wegzukommen. Oh, hört ihr das, Freunde? Überall hier sind hier Zombies irgendwo. Ach, da hinten. Oh, krass. Können wir die nicht abmetzeln? Ich will Zombies metzeln. Wir fahren hier gemütlich im Warte, Regen durch den Wald. Blockiert etwas die Straße. Vorsicht, echt. Ich habe so eine Falle neulich schon mal gesehen. Ja, ein paar sagen. Ripper blockierten die Straße mit einem Truck. Bloß hilf Was mich sind schieben. Ripper? Haben die Zombies... Sind die Zombies intelligent und können Fallen aufstellen? Ist Ripper eine andere Spezies von Zombies? Ich weiß es nicht. Wir werden es rausfinden, Freunde. Fahrzeuge schieben. Ah ja. Bereit? Ja. Ja, warte, ich komme. Schieb. Zack. Jawohl, jetzt können wir schieben. Oh, da sitzt einer drin. Der wird bestimmt jetzt wach. Oh, ich habe Stimmen gehört. Was ist mit Gebüsch? Oh, oh mein Gott. Oh, fuck. Jawohl, Uppercut. Okay, drücke Nahkampfangriff, alles klar. Dann hauen wir mal rauf. Zack. Oh mein Gott. Da war der Kopf weg. Okay, um zu Ziel zu wechseln, halte in Richtung eines Gegners und drücke. Okay. Um dich abzurollen. Ja, wie geil ist das denn? Nice. Oh Gott. Alter Vater. Was ist das? Wir haben Heftig. Das.
Krass, okay. Wo ist unser Motorrad? Hier. Sind das die Reaper? Also ihr seht, Freunde, wir haben es hier auch mit normalen Menschen zu tun. Also ich würde mal sagen, dass es normale Menschen waren. Also die können uns auch gefährlich werden. Das sind wahrscheinlich unterschiedliche Gangs. Und jeder will hier seinen Hals retten. Ah, wir sind fast beim alten Nero-Kontrollpunkt. Wir sind fast da. Okay, auf geht's in den dunklen Tunnel. Oh Mann. Mist, wie soll das gehen? Gib mir die Schrotflinte, ich geh vor. Na, ich glaube, Boozer. Boozer? Boozer? Den Namen schon wieder vergessen. Nennen wir ihn Kojak. Er hat dieser Kontrollpunkt war wohl ein ganz guter Schutz für Sie. Ein gutes Gefühl. Ja, ah, Taschenlampe. Da sterbe ich lieber bei den scheiß Pionieren. Ja. Scheiße, sieh sie dir an. Was für eine Bande von dämlichen Arschlöchern. Was dachten Sie denn? Hey, Mr. Fett, können wir bitte hier warten, bis eine Horde kommt und uns alle tötet? Beschissener Tod, in so einem Loch in der Falle zu sitzen. Das ist wohl wahr. Echt ein beschissener Tod. Oh, was haben wir hier? Oh, wir können hier den Kofferraum knacken. Nice. Was finden wir da? Was soll denn das sein? Durchsuche Fahrzeuge, um Schrott zu finden? Was war das? Ach, ein Lappen. Was soll man denn mit einem Lappen? Können wir hier auch noch aufmachen? Das war schon auf. Okay. Was leuchtet da hinten rot? Rotes Licht wahrscheinlich. Riechst du das? Scheiße! Da. Ich hab einen gelassen. Los, weiter! Warte mal, wie viele Molotovs hast du noch da? Das machen wir auf dem Rückweg, lass es! Lass es am Arsch. Scheiße, Mann, du hoffst, dass jemand da ist. Okay, was soll er jetzt machen? So ist es. Oh, da ist was drin. Ein Zombie-Nest, wie nice. Okay. Ja, wie wähle ich denn meine Waffe aus? Ach, da. Ja, wie kann ich das denn auswählen? Ah, ja, okay, okay. Oh, hab's verstanden. Hab's verstanden. Hey, er hat mich verletzt. Was ist los? Muss mich doch wehren. Okay, er ist tot. Denk an meine Flinte. Denk an meine Flinte. Okay. Alles klar. Die Flinte scheint ihm mehr wert zu sein als mein Leben. Sind wir wirklich Freunde? Du willst wieder da hoch? Wovon redest du? Verdammte Flüchtlingslage. Ist nur so, wenn du daran denkst, dorthin zu fahren. Wie bin ich denn? Es ist nicht deine Schuld, dass sie tot ist. Hör auf. Wenn du mit Sarah in den Heli gestiegen bist, wirst du auch. Es hat dir nichts geändert. Ey, lass es einfach. Ist meine Frau jetzt wirklich tot? Ich meine, gut, es ist jetzt 2 Jahre später. Aber... Ich hoffe, ich hab's richtig verstanden. Ja, komm, friss das, du Mistvieh. Da, hier, schluck das. Jawoll. Ah, komm her. Oh Gott, voll in die Fresse. Zack. Ey, da steht eine Bullenkarre. Lass dich mir an. Okay, wie können wir irgendwas looten? Schwärmerohr. Können Ohren sammeln? Oh, das macht Krach, okay. Zieht wahrscheinlich die Mistviecher an, oder? Hab ich gerade verlesen? Ohr? Schwärmerohr? Okay. Na, mal gucken. Wir können auf jeden Fall Ohren sammeln. Vielleicht noch andere Körperteile? Weiß es nicht. Können wir hier rein? Ah, oh, nee. Ist gesperrt, ne?
Aber gibt's hier vielleicht was zu finden? Da war auf jeden Fall eine Tür. Konnten wir von der anderen Seite da vielleicht reinlaufen? Warte mal, ich guck hier mal, ob wir hier rein können. Nee, Karte. Aufschießen geht auch nicht. Okay, dann gehen wir weiter. Also Rennen geht. Das ist schon mal super. Oh, hier geht's rein. Da kommst du mit deinem Bike nicht durch. Der Versorgungstunnel. Versuch von der anderen Seite den Weg frei zu machen. Alles klar. Was? Leuchte einfach mit dem Scheinwerfer in die Richtung und warn mich, wenn du was siehst. Munition gibt es in Polizeifahrzeugen. Hatte ich hier nicht vorhin ein Polizeifahrzeug irgendwo gehabt? Doch, da hinten, ne? Hier. Ja, nice. Tatsächlich, Munition. Danke für den Tipp. Oh, und hier gibt's wieder was. Was ist es? Ein Lappen und Sterilisierungsmittel, alles klar. Oh, 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 oh. Eine Menge Blut. Es geht da rein. Wow! Oh mein Gott! Oh, wacht er nochmal auf? Nochmal eine Ladung Schrot in den Kopf? Oh. Hier sieht's aber gemütlich aus. Ein Zombie-Nest ohne Zombies. Das ist gut. War hier hinten nicht noch irgendwas? Okay. Schmeckt. Ah ja. Viel, ne? Obwohl, zwei Schüsse oder gut platzierte Schüsse und dann ist auch vorbei. Ich hoffe, das war's jetzt. Muss mal hier die Alarmanlage ausmachen, wenn es geht. Okay. Oh, da schleichen sie noch. Es ist auf jeden Fall wichtig, hier alle Geräuschkulissen zu beseitigen, weil das lockt die Viecher an, aber die können wahrscheinlich nicht gar nicht richtig gucken oder werden die jetzt so geblendet, dass sie mich nicht sehen. Ah, jetzt haben sie wieder einen Ton gehört von der Knarre und zack. Die sehen schon mies aus, ne? Bam. Okay. Echt mies, diese Mistviecher. Ah, hier können wir wieder Munition holen. Hier ist wieder ein Polizeiauto. Wieder Schwärmerohr. Tatsächlich, wir können Ohren sammeln. Warum auch immer. Warum auch immer wir... Oh, hier ist wieder Munition. Warum auch immer wir Ohren sammeln können. Ich könnte mal daraus eine Kette basteln oder so. Keine Ahnung. Oh, kann es sein, dass wir so ein bisschen tot sind hier? Benutzen. Tatsächlich, wir waren ja... Oh. Sind ja fast draufgegangen hier. Na? Okay. Da sind wir wieder full life. Das ist schon mal wichtig. Wir haben hier das... Ah, noch da geht's noch rein. Ja. Man riecht's. Wie viele Molotovs hast du noch? Ich geh hier nochmal rein. Das war gerade der letzte. Haben wir noch Zeug, um welche zu machen? Ja. Haben wir das? Okay. Ah, kann ich hier am Motorrad Benzin abzapfen oder was? Das haben wir gleich. Okay, wie mache ich das? Molotow.
Ah, damit kann ich immer herstellen. Okay. L2 zielen. R2. Da kommen sie! Dann komm mal, du Wurm. Jawoll, friss das! Hey, komm schon. Ja, okay, eine Sekunde. Okay, in so einem Nest. In so einem Nest scheinen immer zwei Zombies zu sein. Oder Freaks. Hier brennt's auch. Oh, Moment. Aber die scheinen tot zu sein. Okay. Wir sollen wahrscheinlich wieder beim guten Bowser, Boozer aufs Motorrad, um dann weiterzufahren. Ihr wollt wissen, wie es weitergeht? Ich auf jeden Fall auch. An dieser Stelle möchte ich mich bei euch allen fürs Einschalten und Verfolgen dieses Let's Plays bedanken. Und falls euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung und einen Daumen natürlich sehr, sehr freuen. Ja, und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, lasst ein kostenloses Abo da. Dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Und ihr erfahrt, wenn die nächsten Folgen online gehen. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch allen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, immer schön lecker bleiben. Und... Tschüssing!